Was glitzert denn hier hinten jetzt? Jetzt habe ich nochmal irgend so ein... Oh, ein Foxpark glitzert hier hinten. Wie geil. Schmeiße ich den mal direkt eine Letschi-Sphäre an den Kopf. Und bleibt drin. Sehr schön. So und nicht anders. Oh Gott, ich muss ja auch das, die ganzen Eier und das ganze Zeug noch rüber transportieren. Oh Gott. Du findest das witzig, ne? Ja, schon. Musst du auch noch umziehen? Vielleicht. Bitte sag mir Bescheid, wenn es so ist. Ich will dann auch daneben stehen und einfach lachen. Mit dem Finger drauf zeigen. So, haha. Das musst du mir dann schon gönnen, okay? Du hast es jetzt auch gemacht. Vielleicht. Dann will ich das auch machen dürfen, tun. So, ich gehe jetzt nochmal die andere Base durch, die Erzbase, und farm hier alles weg. Nimm alles mit, erstmal. Ich will nicht wissen, wie viel ich wiege, wenn ich jetzt hier... Ach du Scheiße. Ja, übertreib noch. Du, wir machen gleich mal ein Ratespiel. Du musst gleich mal raten. Ich merke schon mal, ob du es errätst. Ich tue jetzt meine Erzfarmbase quasi alles ins Inventar nehmen. Aus der Erzfarmbase. Und das schaffe ich jetzt quasi schon mal rüber in die neue Base, ne? Wie viel, was denkst du, wie viel Gewicht habe ich jetzt gerade? 45.000. Du darfst dreimal raten. Ich sag immer höher oder niedriger. Beim ersten ist es höher, beim zweiten ist es auch höher. Das ist nur ein Versuch. 143.000. Nein, ganz weit davon entfernt. 485.585. Ich habe alleine drei Stacks Roherz, 9.999. Dazu noch 3, 4, 5, fast 6 Stacks 9.999 Holz. Über 1 Stack Steine, Schwefel, Steinkohle. Ja, und noch Kleinkram. Ich schlepp mich hier gerade so richtig langsam überall durch die Gegend. So, Teleportation. Dann kann ich jetzt, versuche ich jetzt noch die andere Base aufzubauen erstmal. Nach jedem Dungeon kann ich erstmal zurückgehen, weil ich komplett vollgeladen bin mit irgendeinem Bullshit. Vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. So in der Art, ja? Ja. Okay. Cool. Muss einmal hier rum, bitte. Danke. Das. Was habe ich hier drinne? Stoffe. Die Meteoritenstücke würde ich auch da drinne lassen. Ich kann mich bewegen. Ich kann mich bewegen. Ich kann laufen. GZ? Danke. Ich freue mich auch sehr drüber. Den Rest klatsche ich erstmal kurz hier hinten rein.
Ich schick dir mal einen Screenshot. Oh Gott, ey. Okay, den Händler habe ich auf Anhieb gefunden. Das ist natürlich lucky, dass er anscheinend in mehreren alten Kapellen steht. So. Ja, okay. Also ich habe ein bisschen Ressourcen gefahren. So, jetzt mache ich noch das Bergbau-Ding erstmal, dass das auch läuft. Würde ich sagen... Achso, du trägst Bären. Ich dachte, was trägst du denn durch die Gegend? Ich würde aber gerne ein bisschen Holz und alles mitnehmen. Okay, nicht übertreiben. Oder ein bisschen Stein brauche ich noch. Oh, scheiße, das war zu viel Stein. Weil da würde ich lieber mehr Stein mitnehmen als Holz gerade. Jo. Okay, let's go. Okay, hier kommt die Brücke rüber. Ich würde das an der Brücke mal so... Die Brücke ist an dem Grid da unten. Ich würde halt gerne das dann wieder so ein bisschen auch so machen, ne? Das ist hier... So ein bisschen Wegandeutungen machen. So. Oh, warte mal. Du kannst die ganzen Stärkungselixiere auf Silber herstellen. Ja, kannst du. Alchemie. Tisch. Aber du brauchst halt da übelst viel Stuff dafür. So, da haben wir so ein bisschen, ne, so einen kleinen Weg. Können wir hier nochmal machen, theoretisch. Ja, da kannst du die fast besser kaufen. Ja, das ist wie, wenn du das erste Mal so die Händler entdeckt hast und merkst, so, also, kannst du es eigentlich einfach kaufen, dann kommst du besser. Dasselbe Prinzip halt. Ja, allein die Blumen dafür zu farmen und das ganze Fleisch wird spaßig. Ja. Genau, machen wir hier so einen kleinen Weg runter. So die Verbindung hat. Ich muss Muni herstellen. Da fällt mir gerade... Ach nee, kann er noch nicht. Warte mal, vielleicht sollte ich erstmal so auf ganz schnell die... Nee, ich mach erstmal die Base fertig, bevor ich jetzt hier... Weil ich müsste die Ölbase schon mal machen, dass das Öl schon mal produziert wird. So, bauen wir das an das Grid an. Ich muss Gunpowder herstellen. Gunpowder. Gunpowderchen. Ein Püderli. Oh, fuck. Okay, das rattert ein wenig durch. Radder, radder, radder. Ich würde dann vielleicht... Ja, hier mal Top-Worker Anubis dran am Arbeiten. Kannst du dir vorstellen, wie schnell das geht? Ja. Oh nein, hier ist wieder so ein Bild. Nee. Ich hasse das. Dass dann irgendwie so ein kleiner Stein irgendwo reinragt und du kannst dann dort nichts bauen. Mein Gott, ich weiß, du hast die Probleme nicht, aber das ist nervig. Aber ich könnte dann vielleicht... Ich mach das so zu, ich baue dann einfach da was hin. Ja, erstmal 1250 Schuss bauen. So, die Kirschblütenbäume lasse ich stehen. Wobei, nee, hier wird nichts stehen bleiben, was die Kirschblütenbäume angeht. Das wird nicht funktionieren. Stimmt.
Weil die Bäume werden hier wahrscheinlich in dem Gebiet alle abgeholzt. Das, hier wird nichts stehen bleiben. So, ich bin ans Grid angebunden. Dann kann ich das jetzt hier wegmachen. Dann können wir hier das... Weil ich könnte hier noch ein zweites hin machen, so damit es ein bisschen gleich aussieht mit dem da drüben. So. Das ist die Brücke. So. Ich wünschte halt, dass man einfach, dass die einfach so diese ganzen Sachen, die sie halt reingebaut haben, die es als Models halt gibt im Spiel, dass du die einfach als Deko halt setzen könntest, wie zum Beispiel die Kirschblütenbäume. Das wäre doch voll schön. Warum macht man das nicht? Die müssen akzeptieren, dass es genug Leute gibt, die halt gerne bauen. Nee. Doch. Ich verlange dafür Akzeptanz. Für die unter uns, die gerne bauen. So, hier würde ich dann halt irgendwo noch eine Brücke mal hinsetzen. Hallo? Nee. Oh Gott, wie soll ich denn die Brücke hier bauen? Okay, die Brücke zu bauen wird sehr funny. Scheiße, jetzt baue ich die natürlich zu, ne? Ich hab das Gefühl, du stänkerst gerade ein bisschen, ne? Kann das? Na. Na, bloß nicht, ne? Würdest du nie tun. So ein anständiger Dude wie du. Auf gar keinen Fall. Nichts läge mir ferner. Ja, natürlich. Brauche ich noch. Ah, da haben wir ihn gefunden, der Metal Merchant. Na, hier baue ich schon überall die Deko hin und so, das geht schon. Was ja, sieht ein bisschen. Also den dritten Slot freigeschaltet. Nice. Ich werde dann auch gleich mal, wenn ich die Dungeons spamme, ein bisschen farmen gehen von den Medals, weil ich denke, den nächsten Slot auch noch. Die Medals kriegst du auch aus Kisten, die du so öffnest im Spiel. Also wenn du Kisten findest, da kriegst du die auch raus. So, versuche ich den Penner jetzt zu fangen. Ich habe bis jetzt jeden Händler gefangen. Dass ich jeden Händler einmal habe. Gut, nee, also der einzige, den ich nicht, ist der Schwarzmarkthändler, den habe ich nicht gefangen. Aber der ist so ein Arsch. Den will ich nicht. So. Bis Level 50. Könnte ich denn... Steinbruch ist so der Klassiker erstmal, würde ich sagen. Ich brauche mal ganz kurz ein paar Palliumstücke. Palladiumstücke, so rum. Ich brauche ein paar mehr Palliumstücke. Ich baue erstmal... Also hier würde ich dann... Wobei, ah, hier ist das. Das würde ich dann hier nicht machen. Ich würde gerne ein bisschen Wiese halt auch immer mit einbauen jetzt. Wäre schon ein bisschen ordentlicher und hübscher alles jetzt haben. Nice. Hast du noch Anhieb? Nice, GZ. Also nicht auf Anhieb, aber dritte Sphäre. Das ist gut. Also, du hast deinen Lebensbalken nicht mehr gesehen. Soweit habe ich ihn runtergeschossen. Nice. Herr Händler, könnten Sie bitte weggehen? Sie stehen in meiner zukünftigen Base.
Ist das gerade? Das ist nicht gerade. Hast du deine Capture Power schon auf Maximum erhöht? Einmal habe ich es jetzt nochmal gepusht. Ich könnte es aber nochmal pushen. Ich habe jetzt schon alle Limofunken-Statuen. Ich denke nur gerade immer nicht dran. Sind das alle? Die du brauchst? Wie oder meinst du alle? Also sind wieder über. Es gibt mehr Limofunken immer noch als du. Und auf der neuen Insel sind ja neue Limofunken-Statuen dazugekommen. Also es kann sogar sein, dass wenn du alle Limofunken wirklich gefunden hast auf den ganzen Karten, dass du die von der neuen Insel nicht mal bräuchtest. Also, alles gut. Das ist jetzt ein bisschen unlucky. Hier steht ein Mimog direkt hinter mir ist der gespawnt. Also wirklich zwei Blöcke entfernt auf meiner Foundation. Dass sie da spawnen? What the fuck? Okay. Okay. Welches Level brauche ich? Level 53 brauche ich. Weil dann kann ich, also 52 für die Schwefelmine und 53 für die Kohlemine. Das ist erstmal das Wichtigste. Ach, du bist ja noch gar nicht so weit gewesen, ne? Du hast noch nicht mal die Minen alle, ne? Ja, yeah, ich bin jetzt fast 52. Also stimmt, die kommen ja dann erst, ja. Ich würde gerne. Junge, können Sie bitte weggehen? Sie stehen schon wieder da, wo ich bauen möchte. Was ist, oh Gott? Ich hole gerade wieder meine Zucht ab. Und da sagst du einfach mal so, oh Gott. Es dauert eine Weile. Vor allem, weil überall wieder Stuff drin ist. Jetzt steht das wieder hier am Rande, ey. Ich wollte schon mal so ein bisschen den Brückenansatz vorbereiten. Ja, besser. Kann ich jetzt hier Holz ranpacken? Ja. Wäre eigentlich ganz cool, wenn man das mit Eisen machen könnte. So eine Eisenbrücke, so eine Stahlbrücke hier rüber. Aber es sieht vielleicht nicht so schön aus, ne? Aber so eine Stahlbrücke einmal, weil man es kann. Fände ich auch ganz cool. Fahr ich mal hier eine Stahlbrücke dahin. Das Problem ist, dass... Ah, scheiße. So, jetzt muss ich gucken. Wie sieht jetzt die Range aus von der Base? Ist die noch okay? Ja. Ja. Geht halt viel jetzt hier runter, ein ganzes Stück. Aber das ist jetzt eigentlich irrelevant. Da kommt die Brücke an. Ach Gott. Du klingst etwas gestresst. Ja, weil in jedem Zuchtding gerade 12 Eier drin sind. Das klingt lustig. Und kann ich hab 3 davon. Kann ich die Base noch um 1 links auf die Mitte setzen? Das wäre perfekt. Ja, meine Zuchtbase wird auch noch witzig. Die kommt dann darüber. Auf der anderen Seite der Stahlbrücke wird die Zuchtbase sein.
Ich werde dann auch hier und da versuchen, überall so ein bisschen Tore und so einzubauen. Das Geile ist, dort wo ich baue, also effektiv Raids können nur aus einer Richtung kommen. Weil das sind so ein bisschen plateaumäßig und es gibt eigentlich nur einen Weg auf diese Gebiete. Und ein Plateau davon, das kannst du halt wirklich nur durch Brücken erreichen teilweise. Die ich noch selber bauen muss, die Brücken. Also ist eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Ich mag die Stelle hier. Und hier ist sogar eine Ölquelle in der Nähe, habe ich gesehen. Es war nur eine, aber das reicht mir. Kann ich jetzt noch bitte die Treppe bauen, bevor hier... Nee. Ja, ich muss erst die Treppe bauen. Ich gehe ja schon weg, Spiel. Das Ding ist aber sowas wie, wenn es im Spiel Assets gibt, die halt schön aussehen, wie so japanische Sachen. Also, sowas wird ja meistens relativ schnell als Mod dann irgendwie gemacht, dass man das als Deko setzen kann. Gibt's ja in vielen Spielen sowas. Ja, ja. Da mache ich mir eigentlich gar keinen Kopf drum. Ich wollte zwar noch nicht mit Mods anfangen, eigentlich. Nee, ich hab schon von bei Anna mitgekriegt, dass jetzt erstmal nichts funktioniert, weil... Ja, ja, deswegen... werde ich mich da erstmal hüten. Aber wenn es dann so einen Mod gibt, werde ich den definitiv im Auge behalten, wenn es so japanische Deko-Mod oder sowas dann gibt. Das wäre schon ganz cool. Okay. Ich würde erstmal die Kiste jetzt hier bauen. Eine Kiste wenigstens, dass man hier so ein bisschen... Also hier hinten würde ich dann so die Baubereiche machen, die Workaround-Bereiche, würde ich sagen. Die Kiste würde ich dann so... Ich würde noch gerne noch einen Zaun hinsetzen vielleicht, also so ein bisschen so hin. Vielleicht. Ich brauche noch den Essensbereich dann, den Futtertrog. Den Nom-Nom-Strog. Für das Food. Food. So würde ich hier hinsetzen. So mitten rein. Der Weg kommt dann hier runter, zwei breit. So. Er tut mir schon ein bisschen leid, ne? Oh. Er ragdollt jetzt hier durch die Gegend. Warte, ich schick dir mal einen Screenshot. Er ragdollt hier gerade. Ich hab den gerade weggedrückt. Es tut mir ein bisschen leid. Aber er sieht schon ein bisschen knuffig aus. Selbst wenn er K.O. ist, sieht er knuffig aus. Diese Mimok-Truhe. Ist halt ein bisschen süß irgendwie. Ist zwar gerade ein bisschen aus dem Leben gekegelt. Aber ja, sie sieht niedlich aus. Ein bisschen. Minimal aus dem Leben gekegelt. Aber sieht immer noch niedlich aus, trotz dass es aus dem Leben gekegelt ist. Oh, warte mal. Okay. So. Ich brauche noch ein bisschen Saatgut. Oh, die Kiste ist respawned. Na, verdammte Scheiße. Ich find's cool. Guck mal, ich schicke dir mal einen Screenshot an meiner Base. Dort, wo ich den Baum drinne eingebaut habe, an dem Baum direkt selber spawnt immer eine Kiste. Einfach mal so free loot. Frage. Oh, eine Pizza. Ja, meins. Wenn ich mit einem Alpha-Pal züchte, ist dann die Wahrscheinlichkeit größer, dass ein Alpha-Pal rauskommt? Kann ich dir nicht sagen, im Detail weiß ich es nicht, aber kopfmäßig würde ich sagen, wahrscheinlich ist die Prozentzahl ein bisschen höher. Ja, wenn du mit zwei Alpha-Pals, also, aber ich glaube nicht, dass du eine Garantie kriegst. Also, wenn du zum Beispiel mit zwei Alpha-Pals züchtest, du hast keine Garantie. Es ist trotzdem immer Zufall, aber vielleicht ist die Prozentzahl dann ein bisschen höher. Das könnte ich mir schon vorstellen, aber jetzt nicht viel, vielleicht so 3-4% oder keine Ahnung. Viel wird es nicht sein. Aber ich muss sagen, ich habe ja das Berliner Libero versucht, auf männlich zu züchten. Ich habe es immer noch nicht gekriegt, übrigens, davon mal abgesehen. Ich kann dir kurz sagen, wie viele Eier ich davon ausgebrütet habe, zum Beispiel. Berliner Libero habe ich... Wo ist das? Hier. Also sagen wir mal, ein bisschen mehr als eine komplette Seite in der Box habe ich ausgebrütet. Ne? Mhm. Und ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Bosse davon rausgekriegt. Ja, dann... Könnte es wirklich erhöht sein?
Also du kriegst relativ gut Bosse raus, habe ich das Gefühl. Es ist natürlich jetzt selber ein Boss vom Boss gewesen. Ich weiß nicht, ob, wenn du jetzt normal, keine Ahnung, zwei Katris züchtest, ob dann wirklich öfters auch ein Boss rauskommt. Das müsste man probieren erstmal. Ja. Aber es wirkt schon, als wäre es, wenn es ein Boss war, vorher schon ein bisschen erhöht, denke ich mal. Könnte ich mir vorstellen. Wo ist Orsök? Ah, da. Oh, ich kann noch mal 13 Plastahl herstellen. Macht das mal bitte. Okay. Ich nehme nochmal Sandwiches mit, das kriegen die nämlich unten. Das kann ich online mal noch machen. Ne, hier habe ich das schon gemacht, glaube ich, ne? Okay. Also manchmal frage ich mich, wo der Charakter, wenn er Viecher trägt, die Hand hinsteckt, ne? Ja. Genau dahin. Kannst deinen Charakter dann hier umbenennen. Fisto der Eroberer. Der große Fisto. Was? Ich muss mal gucken, das Warum war. Habe ich irgendwie nicht das Bedürfnis danach. Es wäre komisch, wenn du das hättest. Das ist die normale Werkbank, genau. Ne, das ist die Muni-Werkbank. Hier ist Muni-Werkbank gewesen, genau. Es gibt jetzt auch einen Lenkraketenwerfer, ne? Wo war denn? Ja. Pal, war das das? Das war allgemein und ganz vorne ist Pal, ne? Genau. Das war die allgemeine Crafting-Workbench. Workbench. Der neue Gleiter ist auch echt nice, muss ich sagen. Kann man auch definitiv machen. Können wir schon mal 6 von den ultimativen Sphären hier craften, bitte? Das wäre sehr schön. Was brauche ich denn jetzt unten? Das ist das Essen. Ich wollte irgendwas holen, oder? Ach ja, ich wollte Dings holen, genau. So. Reicht. Schön. Erstmal ins Bett. Tschu! So, ich hau hier schon mal Essen rein. Schade ist, dass du die Mimox halt nicht schlachten kannst, um dafür die Münzen rauszukriegen. Das geht halt nicht. Du kriegst Münzen, wenn du die einfach besiegst. Ja, aber das geht nicht über. Also kannst du halt nicht züchten und dann schlachten. Nee. Finde ich schade. Wieso wundert mich das nicht? Dass du das schade findest. Einem Händler. Ich finde das auch cool jetzt, wenn du ein fahrender Händler zu dir kommt. Dann kriegst du auch mal eine Meldung, fahrender Händler nähert sich deinem Lager und so. Das ist auch ganz gut, dass es das jetzt gibt, finde ich. Auch bald noch einen zweiten Kühlschrank, weil da so viel Bullshit drin ist. Die Nägel nehme ich mal mit. Das Zeug nehme ich auch erstmal. Das nehme ich auch gleich mit. Den Rest lasse ich erstmal hier. Na, warte mal. Die können wir auch mitnehmen. So. Dann könnt ihr erstmal weiter pennen. Schlaft weiter. Ich will euch gar nicht stören. Ich muss hier auf die andere Seite. Ich würde dann auch, wenn ich dann den großen Umzug gemacht habe, mal die Raids. Das Ding ist, sind die Raids. Die Raids richten sich nach deinem eigenen Level, oder? Du hast ja schon mal Raids gehabt, nehme ich an, ne? Bei mir gingen die ja irgendwie. Ja, die richten sich, glaube ich, nach deinem eigenen Level, ja. Gut. Also, bloß weil ich jetzt auf der neuen Endgame-Insel bin, sag ich mal, und hier die Base habe, ist das jetzt egal. So. Ich glaube, es sollte egal sein. Es geht halt nach meinem Level sozusagen. Ja, dann wäre es nämlich gut, dann wäre es okay. Es gibt auch einen neuen Futtertrog, ne, der gekühlt werden kann.
Der ist auch cool. Brauche ich aber noch mehr Plastahl, dass ich den machen kann. Braucht man halt nicht. Ja, du nicht. Also, nee, ich meine jetzt mal ernsthaft betrachtet. Nee, eigentlich brauchst du nicht, aber ich mag es trotzdem wenn haben. Wenn du halt, ich pack halt in... Money, cool. Sag schon. In vier Slots Honig rein, das nicht verdirbt und das andere das halt, was sie fressen sollen. Ja, mach ich auch so. Ich stick das auch mit Honig dann, weg. Kannst du aber auch mit Dings, kannst du es auch wegstecken mit Zuckerwatte. Mhm. So. Hä? Oh, lol. Lol, der Baum ist ja in Reichweite, also ist ja innerhalb meiner Base, dieser Skillfruchtbaum, ne? Meine Pals ernten das anscheinend dann auch regelmäßig, die Skillfrüchte von dem Baum. Das heißt, ich kriege automatisch Skillfrüchte. Das ist ja geil. Okay, das ist cool. Das wusste ich nicht, dass das auch geht. Cool, das heißt, ich habe einen Slow and Steady, kriege ich auch ein bisschen Skillfrüchte. Wobei diese eine Skillfrucht da scheint nicht mehr in der Range zu sein, oder? Nur zwei der drei sind in Range. Ja. Zwei hängen in mein Gebiet sozusagen, die anderen nicht. Naja, komm, dann ist ja nicht so schlimm. Aber das ist ja schon mal cool. Wieso hat der Boss, der hier unten bei mir ist, Schaden bekommen? Ich habe doch gar nicht gegen den gekämpft. Wo hat er den Schaden hergekriegt? Okay. Okay. Ich muss gleich ein bisschen... Also den vierten Ausrüstungsslot wäre halt schon nice. Ja, der wäre cool. Ich müsste dann erstmal farmen gehen. Aber ich werde jetzt erstmal noch die Base fertig bauen. Produktion, so. Erstmal die Klassiker Stein und Holz. Ich brauche noch mehr Holz, warte mal. Ich würde dann glaube ich auch die Zerkleinerung von dem Zeugs und so gleich hier unten machen. Dass dann so Stein zerkleinert werden kann und so, das mache ich gleich hier unten, glaube ich. 30 legendäre Sphären. Nochmal hergestellt. Nee, Holz brauche ich doch. Ich bin. Ich will schon wieder ablenken hier. So. So, wo gibt's hier Öl? Ich will das so einen Spalt lassen, dass ich dahinter auch noch ordentlich dann den Zaun ziehen kann, bitte. Jawohl. So. Holzfäller, Steinbruch. Die beiden Klassiker. Gibt's... Okay, ich habe eine Ölquelle gefunden. Dann noch der Steinzerkleinerer. Zweite Ölquelle. Wo, bist du gerade in der Wüste oder wo suchst du gerade nach Öl? Ja, gibt's... Ich suche gerade einen Spot, wo zwei Ölquellen so nah zusammen sind, dass ich da mit einer Dings, klarkomme. Also das... Mit einer Base meinst du? Da wirst du wahrscheinlich auf die neue Insel gehen müssen. Auf diesen neuen Base-Spots, auf diesen braunen Flächen, da gibt's immer zwei meistens zusammen. Wenn du die neue willst, musst du da auf die andere gehen, leider. Ach, hier ist die Level 2, da brauche ich aber Metall und richtig fett Stein. Okay, hier oben ist auf jeden Fall schon mal Stuff drauf. Okay, die Mühle muss ich noch bei mir oben in die Hauptbase bauen. Die werde ich da noch brauchen, definitiv. Ich mache erstmal das Haus fertig von den Pals, wo dann die Bettchen sind. Also es wird nicht reichen, da muss ich mindestens eine zweite Etage draufziehen. Also wenn ich sogar noch eine dritte für die Bettchen. Unten dann so die kleinen Pals, oben dann die größeren oder so. Weil das ist ja nur rein für die Grund,
Produktion hier unten. Ich könnte noch dort hinten nochmal ein Haus hin besetzen, theoretisch. Oh, ich habe einen Spot gefunden, wo in der Wüste zweimal Öl nah genug zusammen ist. Dann hast du Glück, dann musst du nicht auf die neue gehen. Das ist halt rein Ölproduktion. Hm. Definitiv nah genug zusammen. Die Fresse tüten. So. Ja, ich werde zwei Etagen machen, glaube ich, davon. Ach so, die Ecke noch. Weil das ist die Frage, von wo aus? Au. Könnte ich jetzt da draußen? Ja, mache ich Steinfundament dran. Ha. Kommen die da hin? Ist das innerhalb der Range? Wäre es sogar. Gibt es noch einen Spot, wo nicht so viele Mistviecher auf einem Haufen sind? So rein optisch, damit das halt passt. So. Ich würde das dann vielleicht sogar echt noch eins hoch machen hier. Gut, das müsste halt weg. Ah, okay, das geht. Cool. Ja, dann würde ich da oben dann noch eine Etage machen. Quasi. Dann mache ich hier dann aber so Holzsäulen hin. Ich wünsche, man könnte die Holzsäulen auch legen. Oh, ich habe einen geilen Spot gefunden. Legen wäre toll. Warte. Schickst du mir einen Screenshot? Ja, sofort. Ja, bitte. Bitte. Bin neugierig. Ich glaube, ich lasse das auch so offen mit der Treppe da. Das ist okay. Dann habe ich die Ecke nämlich auch zu. Ha. Ja, finde ich gut. Okay, warte mal. Jetzt, wenn ich das hier gerade dabei bin, dann mache ich das mal so hier. Wenn die Base dann fertig ist, dann gehe ich erst nochmal eine Dungeon-Runde. Danach mache ich dann die Ölbase. Ich habe zwar nur einen Ölspot, aber ich habe den quasi direkt auch hier nebenan. Ich denke, das passt dann schon. Hast du dir angeguckt? Nee, warte. Ist auf einem Plateau oben oder wo ist das? Ja, das ist, Okay, cool. Nice. Beim Plateau links neben dem Susaku-Boss. Ah, okay, cool. Ganz, ganz oben drauf. Mhm. Ja, ich hab, das ist, glaube ich, auch ein Skillfruchtbaum. Nice. Das heißt, hier wird erstmal eine fette Farmbase hingeknüppelt. Wenn du den Baum sogar mit drin hast, dann ernten die automatisch immer die Dinger, wenn die reif sind. Halt. Ja, ich hab mal genug mitgenommen für... Ich muss jetzt gerade mal testen. Ja, ein bisschen probieren, ne? Man kennt's ja. Ich brauche noch Stoffe. Okay. Ich würde gerne die Betten halt direkt hier reinzimmern. Wie viel für die Holz habe ich noch? Nägel habe ich, Fasern habe ich. Ich bräuchte noch Holz und Stoff. Holz habe ich nicht genug. Dann kann ich nämlich das hier schon Holz und Dings automatisieren. Dann nehme ich 3 Stück, die ich direkt in die Holzdinger reinschmeiße. Das ist ja wirklich hungrig. Oh, Celine steckt irgendwo fest. Celine ist hungrig. Ja, wo steckst du fest? Zu sagen, ich bin hungrig und dann nicht zu sagen, wo du bist, ist... Ja gut, die können ja nicht sagen. Ist dir irgendwo runtergefallen? Ich baue ja wieder an der Klippe. Das war damals schon das Problem, dass meine Pals irgendwie gerne mal über die Klippe springen.
Ah ne, hat sie nicht gemacht. Irgendwo anders steckt sie fest. Brauchen die Ölextraktoren Strom wahrscheinlich, ne? Ja. Mal gucken, vielleicht kann ich irgendwann auch alle meine Basen irgendwie mit Öl... Ölifizieren. Mit Strom. Ölifizieren. Stromifizieren, so rum war es gemeint. Hey, ist sie doch, warum... Das nee, ölifizier sie einfach. Das klingt sehr falsch. Du hast das so gesagt. Ja, das war aus Versehen. Ich wollte auf Strom aus. Ja. Arbeitssuchender Modus, die hat nichts zu tun. Vor allem hier habe ich auch noch Kohle. Brauche ich zwar nicht unbedingt, aber... So. Haben die an Anubi ein bisschen was zu tun? Anubili? Anubili. Sind die Anubili. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, was ich brauche. Ich brauche Betten, ich brauche einen Futtertrog. Hier. Nee, die kann ich alle mitnehmen. Gib mir den Stoff. Gib mir kann den ich Stoff. Ja erstmal so hier stehen lassen. Hauptsache, ich habe erstmal den Portpunkt hier. Ja, du kannst dich instant hin teleportieren. Das ist sehr praktisch. Ja. Ich tue jetzt auch schon mal die ersten Betten hier reinzimmern. Ach, Betten und Zimmern halt, ne? Down. Witzig. Du bist einfach so funny. Ey. Ich weiß. So, das ist aus der Erzabbaubase. Ja, jetzt ist natürlich hier auch Holzproduktion mit drin in der hier. Gibt's war der denn. Radio schon immer so klein? Was hat denn Holz 3? Weißt du zufällig irgendwas, was Holz 3 hat? Oder 4 sogar? 4 wäre noch besser. 2. Mir kommt gerade der Radius von der Base so klein vor. Weil ach hier, so Bushi hat 3. Ja, ich wollte. Ja, ja. Holz 4 fällt mir gerade nicht ein, muss ich sagen. Haben beide Bushi 3? Ja, beide. Bushi Noct und der normale. Dann würde ich die beiden einfach auf Holz packen und die da aber fest in dieses Holzding reinschmeißen. Dass sie nicht aussehen, die Kirschblütenbäume umsäbeln. Der Bushi Noct sieht auch cool aus, muss ich sagen. Ja. Dass die neue Varianten auch da reingepackt haben, ist so ja, nice. Das werden die in Zukunft wahrscheinlich immer machen. Immer wenn irgendwie Updates kommen mit neuen Pals, gibt es dann auch neue Varianten. Was aber cool ist, also. Ich fände es cool, wenn sie die nicht so sagen. Nach dem Motto, jo, wir haben neue Varianten reingepackt. So, findet sie doch einfach raus. Tschung, 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 tschung. Wie sie Holz gerade ernten. Ja, die machen das mit den Katanas so. Tschung, 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 tschung. Ernten die gerade Holz. Voll cool. Aha. Really? Die ernten schnell Holz. Okay. Halt, Anubis, du kannst direkt hierbleiben. Ist noch ein Bett zu bauen. Let's go. Ja, Deko muss ich noch machen. Überall dann so wieder Moos da runterhängen und Ranken da runterhängen und lalala. Das kommt noch. Ein bisschen Holz holen. Hast du schon mal das Lockpicking-Minigame gemacht? Nein. Ich brauchte halt das bis jetzt noch nicht wirklich. Also mach das mal, wenn du eine Truhe findest. Wieso? Was ist das Lockpicking-Minigame? Was? Mach's einfach mal, wenn du eine Truhe findest. Ist das so eine richtig dumm oder ist das okay oder? Es wird dich
Ja. Es wird Erinnerungen wachrufen. Erinnerungen wird es wachrufen. Lass mich raten. Dark Souls. Nee, nicht Dark Souls hier. Es ist Skyrim. Was? Ich weiß nicht, was du meinst. Das Ding ist, ich habe schon ein Easter Egg gefunden, in den neuen Dungeons. Ich habe schon so ein Dark Souls Feuer, Ding gesehen, wo ein Schwert drin steckt. Ja, mit einem Katana drin. Voll geil. Also, die machen ja immer so Sachen, bauen die ein. Würde mich nicht wundern, wenn das Lockpicking-Minigame irgendwie Skyrim-Lockpicking ist. Guck's dir einfach mal an. Such dir irgendeine Truhe und dann... Ich würd's feiern. Ja, es muss ja eine sein zum Öffnen. Mit Schlüssel. Geht ja nicht jeder. Ach, hol dir eine. Hey, die muss ich erst finden. Hol dir eine. Ja, hol dir eine. Ja. So, dann hau ich jetzt hier mal noch Pals rein, die... Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Also, ich brauche Pals, die... Ja, ihr könntet da transportieren, das wäre natürlich echt toll. Ich tu mal das hier rein. Das macht dann Transport und erntet. Musst du Pause? Gönn ich eine Pause, ja? Pause ist okay. Pause ist okay. Was? Pause? Pause ist okay, ich erlaube es. Was? Arbeitsverweigerung! Direkt auspeitschen. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Hm? Denkst du nicht, dass das ein bisschen übertrieben ist? Direkt mit der Auspeitschung zu drohen? Keine Ahnung, wovon du redest. Aha. Bloß nicht. Okay, das passt. Gut, es kann transportieren dann mitmachen. Die können transportieren und die Felder anbauen, die zwei. Und transportieren dann nebenbei. Das ist gut. Hast du schon alle Betten fertig gebaut, Junge? Was fehlt mir jetzt bei den Betten? Stoff. Scheiße, das ist schlecht. So, was brauche ich jetzt noch bei der Production? Erzmine brauche ich Metallbahn 50, um die zu bauen. Schwefel 100, Steinkohle 100. Okay. Da reiße ich einfach kurz zurück in meine andere Base, reiße das alte Zeugs ab, dann habe ich instant die Ressourcen, die ich benötige. Dann brauche ich gar nicht lange rumschachern. Aber dass deine alten Erfolge quasi nicht gewertet werden, also die ganzen Bosse wurden ja nicht, also als Achievement gewertet bei ja, mir. Weil die neue, weil die Bosse quasi reworked wurden, die haben neues Level 55. Und darum zählt's nicht. Weil die Level 55er Bosse haben wir halt noch nicht gefangen. So. Ja, aber züchten zählt, by the way. Ipa. Komm, lass mich dahin jumpen, das nehme ich Utla noch mit, die Zweier. Ich habe auch schon einige Errungenschaften, warte mal. Mir fehlt ja, du noch... Du hast die ganzen Bossen nochmal gemacht, ne? Ja, die habe ich auch nochmal gemacht. Also noch 20.000 Munition herstellen, 10.000 Metallbahnen herstellen, muss ich noch machen, 2.000 Sphären herstellen, die Insel, die Bo-Insel erobern, aber das wird noch ein bisschen problematisch. 20 Dungeons abschließen. Es leuchtet! Ach ja, und Pals auf höchste Stufe bringen. Hast du das schon? Hast du das schon? Das ist ja mit dem Entsaften auf höchste Stufe komplett. Eines und Fünfer auf höchste Stufe bringen. Also hätte ich theoretisch. Und 40 Notizen finden. Das fehlt mir auch noch. Wobei, ich habe eigentlich schon sau viele Notizen. Ich weiß nicht, ob das rückwirkend zählt. Dann müssten sie halt nochmal gucken. Wo sieht man die Notizen nochmal eigentlich?
Ich frage mich, ich habe das letztens erst gesehen, wo man die sieht, aber... Unter Optionen und Journals. Ach, hier war das. Ich habe 30 von 44. Ah, ich habe 34 von 44. Ah, okay, ich dachte schon, ich hätte schon genug. Ah, das ist gut. Ach, stimmt ja, die Ölbohrinsel sehe ich gerade. Weißt du, wo die ist? Ich sehe sie gerade. Ah, dann bist du gerade da unten. Fliegst du? Das werde ich jetzt mal gleich ausprobieren. Fliegst du? Wenn du fliegst, flieg mal hin, bitte. Habe ich irgendwas Wichtiges dabei? Ja, ein bisschen was, aber das kann ich mir... Alter, ich habe mich erschrocken, ne? Ich habe mich so derbe erschrocken. Das wird lustig. Geht doch. Bist du auf der Insel? Hast du es auf der Bohrinsel drauf geschafft? Ich war halt so überrascht, als das losging und ich hatte voll Panik. Nee, ich hab's nicht drauf geschafft, sagen wir es so. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Ja, das Problem ist der Stun, der Laser. Mhm, dann klopft sich und gleich runter. Gott, ich glaube, ich muss hier überall Boden reinziehen. Okay, ich muss echt schwimmen dafür. Ja. Aber das geht nicht. Ja, da um dahin zu kommen, obwohl, muss man leider schwimmen. Können die Laser frei nach oben ziehen? Das weiß ich nicht. Ich bin noch nicht übelst hochgeflogen. Das, wie ich geflogen bin, hat ausgereicht. Das fand ich so geil. Also überlebt habe ich's. Ich habe es auch überlebt. Überlebt hatte ich es auch. Bin wieder an der Küste. In dem ersten Laser bin ich ausgewichen sogar. Okay, das ist krass. Ich war so überrascht, als die Laser angefangen haben zu ballern. Ich hab so weggezogen. So, ich würde hier gern noch eine Treppe hinziehen. So, was brauche ich für die neue Basis? Da brauche ich Strom, ne? Ja. Wenn du Öl machen willst, brauchst du Strom. Strom ist, glaube ich, unter Infrastruktur, oder? So. Ingot, Electric Organ. Okay. Dann brauche ich einen Orsirk. Ja, das kriege ich. 50, 20. Ich mache mir jetzt erstmal... Aber ich muss auf diese Bosse verzichten, ey. Hier Bosse dabei zu haben. In den Basen. Ihr seid so riesig einfach. Ja. Muss da unbedingt drauf verzichten. Oh, das ist nicht mal ein Boss, aber das Ding ist halt einfach riesig. Scheiße, gibt's hier irgendwie irgendwas Kleineres mit Bergbau, bitte? Das ist too much. Habe ich noch ein paar Anubis? Können die neuen Anubi. Hier eigentlich? Anubis. I need the Anubis. Der hat einzeln Bergbauer, das ist süß.
Ich finde es schade, dass die ganzen Menschen nicht irgendwie wenigstens alles auf 1 haben. Weil eigentlich müssten sie ja alles auf 1 haben können. Also bis auf Farming, Viehzucht und so. Also Vieh und so. Dass man die einfach benutzen kann. Das wäre toll. Aber so eine Base machen, wo du einen Haufen Menschen einsperrst und die arbeiten dann. Und bei mir sagen, ich bin brutal, ne? So. Ne? Ah, ne? Und jetzt auf einmal wieder. Ich bin so lieb und nett und freundlich. Ja. Ich bin voll lieb und nett und freundlich. Hallo, willst du was anderes sagen? Scheiß bist du. Ich bin voll lieb, nett und freundlich. Klar. Willst du etwa etwas anderes behaupten? Ja. Finde ich auch nicht okay. Okay, ich bräuchte noch mehr Bergbau-Dudes. Keiner arbeitet am Metall hier gerade. Das ist ein bisschen scheiße. Und ich werde mehr Kisten brauchen. Bom, 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 bom. Pat, 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 pat. Hier, geht ihr alle pennen? Passt das? Ist alles so? Ja, ist okay, okay. Du brauchst hier auch zwei Betten, das ist aber okay. Ihr seid halt ein bisschen größer, das passt schon. Okay. Erstmal einen Haufen normaler Metallwaren herstellen. Ja.